Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Begegnung ERV Schwalm für Smarty Dogs gegen EV Bildnetz Ice Dogs. Endstand in der Begegnung 8:1, die Drittelergebnisse im Einzelnen erstes Drittel 3:0, zweites Drittel 4:1, drittes Drittel 1:0. Offizielle Zuschauerzahl am heutigen Abend 550. Damit möchte ich auch gleich das Wort an den Teilnehmer der Gäste Michael Dreier geben. Der Trainer wollte nicht zur Pressekonferenz, er ist der Glückliche. Erstmal Glückwunsch Andi, an dich und dein Team. Völlig verdienter Sieg. Noch kurz zu unserem Trainer. Ist gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, deswegen kommt er leider nicht nach oben. Deswegen übernehme ich das für ihn. Ist völlig okay. Und ja, letztendlich, wie gesagt, völlig verdient. Wahrscheinlich in der Höhe noch untertrieben für uns am Ende. Da muss man auch ganz ehrlich zugeben. Waren noch einige Hochkaräter dabei, die Schweinfurt dann liegen lässt gegen uns. Ja, bei uns fehlt es, glaube ich, mittlerweile nicht nur am fehlenden Glück, so war es auch bei den Heimspielen, wo wir durchaus mit mehr Punkten rausgehen müssen, wahrscheinlich aus den Partien, die uns dann öfter aus den letzten Minuten aus der Hand geben. Aber auswärts war das hier jetzt heute definitiv der absolut schwächste Auftritt in der ganzen Saison. Da darf man auch gar nichts schön reden. Da muss man so hart ins Gericht gehen und ja, ich denke, es wird sich am Dienstag im Training durchaus zeigen. Kann es durchaus sein, dass es wahrscheinlich keine Scheiben mehr zu sehen gibt. Danke dir. Auf jeden Fall mal gute Besserung an heute im Training. Deine Einschätzung zum Spiel? Ja, schönen guten Abend. War eine gute Reaktion für den Freitagsspiel. War eine komplett andere Mannschaftsleistung. Wir haben die Scheibe wieder laufen lassen. Wir konnten wieder Eishockey spielen, das was für uns wichtig ist, weil wir brauchen die Geschwindigkeit. Da kann es nicht sein, dass einer die Scheibe von vorne bis hinten durchdrängt und die Scheibe dann irgendwo an der gegnerischen Bauern verliert und wir in jedes Mal im Konter fahren, so wie es mehr oder weniger in Kempten war. Summa summarum bin ich zufrieden jetzt mit der Mannschaftsleistung. Wir sind wieder auf dem richtigen Weg und ja, wir werden am Dienstag weitermachen. Danke. Danke dir. Ja, wie geht es dir, Herr Peters? Ja, wir sitzen gerade ganz weit raus. Können wir schon was absehen, ob vielleicht zum nächsten Wochenende der ein oder andere zurückkehren kann? Also definitiv nein. Lukas wird noch 2 Wochen brauchen. Kevin auch. Da werden wir auch nichts überstürzen, nur weil sie meinen, dass sie vielleicht schon wieder können. Das brauchen wir nicht. Die Jungs müssen schauen, dass sie dann fit werden in 2 Wochen und dann hoffen, dass sie wieder auf dem Eis stehen. Münzberg, ja, das wird definitiv noch bis, ja, ich sage mal Anfang Januar brauchen. Da kriegt jetzt wohl nächste Woche seinen Gips ab. Und dann muss er mit Physio anfangen und das wird definitiv im Dezember nichts werden. Von daher müssen wir schauen jetzt, Jona und Simon und Kalle, ob die dann nächste Woche wieder zur Verfügung stehen. Nächste Woche ist das Rollhockey-Turnier oder das Rollhockey-Pokalspiel. Da wird definitiv am Sonntag Kalle und Simon nicht dabei sein in Schweinfurt gegen Königsburg. Dann hoffe ich, dass Jona auch dabei ist. Und Samuel? Ja, gut, Samuel wird auch, ich meine, die letzte Woche her. Der wird auch in 2 Wochen dauern. Weitere Fragen, Timo? Dann haben wir die Ergebnisse aus den anderen Hallen. Buchloe gegen Kempten 1:7. Eisenberg gegen Miesbach 2:3 nach Verlängerung. Ulm gegen Dorfen 7:3. Geretsried gegen Waldkreiburg 5:2. Und Erding gegen Königsbrunn 1:7. Dann noch der Hinweis auf unser nächstes Heimspiel am kommenden Sonntag, den 13. November um 18 Uhr, dann zu Gast Königsbrunn. Macht's gut, bis dahin, ciao. Thank you.